Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Wieder mal Yu-Gi-Oh! Jax Tech Force für die PSP. Das letzte Mal, ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben, um ehrlich zu sein. Das war nämlich Freitag und Wochenende dazwischen und sowas. Und ich habe kein besonders gutes Gedächtnis. Ist aber auch egal, denn wir machen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist Pharao hier unten? Ja, Pharao ist hier unten, super. Tag, Pharao. Ja, kriegst mal. Kriegst das Marmeladen-Sandwich. Nehmen wir dich mal mit. So. Oh Gott. Da musste ich husten. Sorry. Ach ja, stimmt. Chess. Wo ist Chess eigentlich jetzt genau? Ich habe immer noch keine Ahnung. Weil hier rein kann ich nicht. Mal sehen, ob Chess hier unten zu finden ist. Um ehrlich zu sein, ich weiß, dass Chess hier ist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Und unten war nicht drin. Komm, lass mich doch jetzt hier hoch, danke. So, gehen wir erstmal zu Jaden. Guten Tag. Ja, okay, das ist dasselbe wie immer. Ah, beim Turnier zähle ich auf dich. Ja, gerne. So. Ihr habt euch super unterhalten. Dann. Oh, Cyrus hat auch ein neues Deck. So. Super unterhalten, danke. Und Chumley auch noch kurz. So. Und Chumley hat tatsächlich auch ein neues Deck. Das ist sehr interessant. Gegen die soll in Zukunft vielleicht noch spielen. Aber ich will echt erstmal wissen, wo Chess ist. Komm schon. Hier ist Chess. Aber Chess ist doch eigentlich im unteren Geschoss. Ja, egal. Ey, Chess. Muss schon näher dran sein. Warum muss ich morgens als erstes dein erbärmliches Gesicht sehen? Das nenne ich einen unangenehmen Weckruf. Oh, was bist du, Pharao? Worüber willst du reden? Ja, yeah, jetzt können wir mit Chess reden. Du willst also meine Geschichte hören? Ja? Ja, natürlich will ich das. Sonst hätte ich dich nicht angesprochen. Auf jeden Fall interessant. Wir sind direkter Zimmergenosse mit Chess Princeton. Okay, gehen wir erstmal zum Unterricht. Apropos, wieso ist er denn? Ja, egal. Klassenzimmer. So, guten Tag. Möchte da mal mit dir reden. Beziehungsweise zum Unterricht. Zieht eure Lieblingskarte und schärft euren Sinn für Kunst. Chumley, dein Deskoala ist ein Kunstwerk. Oh, schau da. Und Cyrus, ist das Donnernjanjan? Das ist meine Idolkarte. Vielleicht solltest du diese Info für dich behalten. Alexis, dein Top der Gier ist sehr schön. Das ist Marshmallow. Was? What the fuck? Ach, wirklich? Die heutige Lektion ist damit beendet. Arme Alexis? So. Guten Tag. Oh, Pharao. Und reden. Ja, natürlich bin ich die Person, nach der du gesucht hast. So. Apropos, ich sollte nochmal auf den Terminkalender gucken. Wann ist denn das nächste Ding? Das hier war das Duell. Ja, genau. Am 6. ist die dritte Prüfung. Ah, können wir eigentlich direkt bis dahin springen. Außer kommt noch was dazwischen. Weil eigentlich sollten wir nichts Wichtiges im Momentan zu tun haben. So. Guten Tag, Jaden. Reden wir mit dir nochmal. Also, neue Sachen sagen die jetzt nicht wirklich. Das einzige Neue, was Jaden sagt, ist, dass er auf mich zählt beim Turnier. Aber das war's dann auch schon. Ja, wir kaufen noch ein paar Karten, wenn wir schon hier sind. So drei Packs oder so.
Welches Pack wollten wir nochmal genau? Wir wollten ja Schwarzes Loch immer noch ziehen. So. Mal sehen, ob wir Schwarzes Loch dieses Mal ziehen. Haben wir Sakuretsu-Rüstung eigentlich selbst schon gezogen? Truppen Maxi ist auf jeden Fall auch eine saugute Karte. Kann sich selbst als Tribut anbieten, um ein gegnerisches Monster zu zerstören. Also, oh, ist auch auf 1 nur. Ich weiß, ich glaube aber eher nicht, dass ich die jetzt erstmal ins Deck packe. So. Springe einfach bis zum. Zu den nächsten Tagen. So, einmal hier hoch. So, Zeitraffer. Ende des Tages. Ja. So. Hier passiert schon mal nichts, also springe ich einfach direkt weiter. Und ich glaube, ich lasse auch dieses Mal den Tech-Duell-Tag ausfallen. Weil wieso nicht? So, ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm, dass ich so viele Tage bespringe. So, damit haben wir schon mal Freitag. So. Okay, passiert immer noch nichts. Nein. So, nochmal Ende des Tages. Ja. So, jetzt müsste Tech-Duell-Tag kommen. Hey Crown, heute ist Sonntag, der Tag des Tech-Duells. Lass uns mal ein Tech-Duell austragen. Nee, heute nicht. Ah, Spaßbremse. Na gut, wir sehen uns morgen. So, kommen wir Montag. Ich will einfach bis zur Prüfung springen. So. So, am nächsten Tag müsste die Prüfung sein. Bumm. Die dritte Prüfung im Schulgebiet. Und nur noch 26 Tage bis zum Turnier. So. Klassenzimmer. Gehen wir einfach direkt zum Unterricht. Weil, was sonst? Machen wir einfach direkt die Prüfung. Deswegen habe ich auch die ganzen Tage jetzt übersprungen. So. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Heute haben wir eine ganz, ganz lustige Prüfung. Sie besteht aus zwei Teilen, schriftlich und praktisch. Beginnen wir zuerst mit der schriftlichen Prüfung. Aus den Antworten auf die Fragen muss die richtige ausgewählt werden. Die schriftliche Prüfung beginnt jetzt. Bitte kein Timer. Frage 1. Welches ist kein Spirit Monster? Flügeladler. Die anderen sind Spirit, das weiß ich. Frage 2. Welcher Buchstabe befindet sich in der Nachricht Schicksalstafel? Im Deutschen heißt es The Final, im Englischen heißt es The Death und in beiden ist A drin, also nehme ich auf jeden Fall A. Ups, falsche Taste. Frage 3. Welches Monster hat das Attribut Wasser? Unterweltliche Reflexion, Likunga, Yamadaron, Nivatori. Warte mal, welches Monster hat das Attribut Wasser? Likunga. Das ist ein Effektmonster mit 1700 Angriffspunkten. Welche Farbe gehört nicht zum Ojama-Trio? Grün, Schwarz, Blau, Gelb. Da muss ich euch enttäuschen. Ah ne, warte mal. Doch. Mittlerweile gibt es alle davon. Aber Blau gehört nicht zum Trio. Blau ist, gehört zum Ojao-Duo. Blau und Rot. Harpie sind wie viele Schwestern? Eigentlich 3. Ich will lieber einen Bruder. Ja, es gibt eine Karte, die hieß früher Harpies Brother. Wurde aber umbenannt, weil sie eigentlich gar nicht zum Harpien-Deck-Thema gehören sollte oder irgendwie sowas. 3 Schwestern sind es ursprünglich. Die schriftliche Prüfung ist zu Ende. Als nächstes kommt die praktische Prüfung. Wenn ihr bereit seid, dann geht zum Duellfeld. Euer Gegner wartet bereits. Ja, natürlich. Machen wir. Zeit für ein Duell. Gegen wen?
Slifer-Niete. Mit dem ich noch nicht geredet habe. Interessant. Du bist neu, oder? Ich bin IT. Oder, ja, was auch immer. Sieht so aus, als würden wir uns in der Prüfung duellieren. Und ich werde auf keinen Fall durchfallen. Es geht los. Oh, okay. Ich musste noch nicht mal duellieren drücken. So, der gute alte Stein. Und er gewinnt auch noch der Stein. So muss das sein. So, ich möchte angreifen können. Bin mal gespannt, was für ein Deck er hat. Halloween-Leiche. Ein Zombie-Deck höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich mit Pumpkin. Also die Pumpkin Princess oder irgendwie so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt, genau. Ich weiß irgendwas, dass sie. Ja. Oder was? Pumpkin Geisterkönig oder so? Ach, keine Ahnung. Also es kann sein, dass er die halt spielt. Extra Siegel Fusion und Zombie-Drache. Okay. Okay. Großer Mammut von Goldfein. Interessant. Und ein verdecktes Monster. Das ist auf jeden Fall kein so schlechtes Play für den Anfang. Direkt ein 2200er Monster, darüber komme ich nicht so schnell. So, dann aktiviere ich erstmal eh alle genau Notruf. Dadurch kann ich schon mehr Bubble Man suchen. So. Ich käme ebenfalls auf 2200, aber das wäre irgendwie langweilig. Deswegen setze ich einfach Pinguin Soldat verdeckt und beende den Zug. Wenn er noch irgendein Postmonster holt, kann ich es einfach mit Pinguin Soldat zurückschicken. Weil ich bezweifle, dass er ein Fusionsmonster spielt, das einen Defekt hat. Mach ja nur. Aber das ist einer der besseren Fusionsmonster ohne Effekt. Die meisten haben sie nur 1800 oder so. Also, ja. Wenn nicht sogar noch weniger. Okay, das war's mit Pinguin-Soldat. Ja, deinen Effekt möchte ich aktivieren. So, was kannst du eigentlich? Zerfallener Anführer. Der kann doch irgendwas mit Zombie-Tiger, genau. Wenn diese Karte erfolgreich als Normalbeschwörung beschworen wurde, kannst du einen Zombie-Tiger als Spezialbeschwörung aus deiner Hand beschwören. Wenn diese Karte die Life-Fans des Gegners erfolgreich direkt angreift, wirft dein Gegner eine zufällige Karte aus der Hand ab. Okay, dann will ich sie auf jeden Fall auf die Hand zurückschicken. Und natürlich den Mammut. Wäre dämlich, den Mammut nicht zurückzuschicken. Nachteil ist, er kann, falls er einen Zombie-Tiger nachziehen würde, kann er halt direkt zwei Monster holen. Okay, jetzt habe ich Poli und Bubble Man. Jetzt fehlt mir nur noch einer der Sumpfmonster. Egal, ich spiele erstmal Seeschlangenkämpfer der Dunkelheit und rüste ihn einfach mit Stahlhülle aus. Dann ist er ebenfalls auf 2200 und unser Gegner kann erstmal so schnell nichts gegen tun. So, und weg damit. Also bisher läuft das Duell ganz angenehm. Er konnte was bieten, aber ist nicht stark. Also jedenfalls nicht stark genug, wie es scheint. Und ich habe auch recht annehmbar gezogen. Also für die Situation. Der schwere Sturm ist jetzt ein ziemlicher Brick momentan auf der Hand. Okay. Sternboy nehme ich gerne. Das sind nochmal 500 zusätzliche Angriffspunkte für alle unsere Wassermonster. Die meisten Zombies haben sehr niedrige Verteidigungspunkte, also hoffe ich mal, ja. Mir fällt auf jeden Fall gerade kein Zombie-Monster an, das hohe Verteidigungspunkte hat. Oh, doch fällt mir. Hier, wie hieß sie? Herrin in Weiß oder irgend sowas? Nein, Herren der Wichte hieß die, glaube ich, im Deutschen. Im Englischen heißt sie Lady of White. Mit einem G drin. Also Herren der Wichte. Ja, 2200 Death meine ich. Nochmal ehrlicher Notruf. Da habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Bubble Mans auf der Hand. Das ist doch auch schon mal etwas. So.
Und setzt den Abdruckpinguin verdeckt. Gegner ein bisschen herauszubaiten. Autsch. 1200 Def habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Ja, klar, Schlangenhaar. Hätte ich wissen können. Aber ich bin nicht dran gewöhnt, dass die Gegner scheiße spielen. Und das, obwohl das hier schon 40 Folgen oder sowas hat. So. Ah, okay. Das geht auch. Weiteren Seeschlangenkämpfer. So. Dann noch den Albtraumpinguin flippen. Zack. Praktisch seit jetzt 1600. Und unser Sternbrüll sogar 1250. Also, jetzt hat er auf jeden Fall keine Chance mehr. Und so schnell geht das Duell zu Ende. So, dann noch mit ihm angreifen. Ah, ich habe Missplay gemacht. Egal. Ich wollte eigentlich so viel Schaden machen wie möglich, aber dafür hätte ich dann mit dem Seeschlangenkämpfer der Dunkelheit angreifen müssen, der mit 2,5. Habe ich aber versäumt. Ja, egal. Und Etty ist tot. Ah, ich habe verloren. Ja, ja, das hast du. 180 nur. Was bist du denn für ein Lappen? Stopp. Du hast alle Prüfungen durchlaufen. Ich melde dir morgen deine Ergebnisse. Du kannst gehen. Okay. Also wenn ich nicht mit fliegenden Farben bestanden habe, dann bin ich enttäuscht. So, E-Mail. Ha, du hast 100%. Wunderbar, ich bin sprachlos. Also ich nicht. Hätte ich die letzte Prüfung nicht versäumt dank Jaden, dann hätte ich die auch ohne Probleme gemeistert. Egal. So, was machen wir jetzt? Oh, Pharao ist direkt hier unten. Dann holen wir uns doch Pharao direkt. Und ich hab... Ich muss Gegenstand machen. So. Ich weiß, dass Chess Hummer mag. Gehen wir in das Rahmennudel-Sandwich dann. So. Will Chess ein bisschen nerven. Guten Tag, Chess. Reden. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. So. Oh. Das bist du, Pharao. Ja, natürlich ist das Pharao. So, reden wir über Duelle. Ihr habt euch super unterhalten. So, Gegenstände. Hummer. Geben. Was? Du kriegst mir dieses Sandwich? Was hast du damit gemacht? Hast du es vergiftet? Okay, ich werde es essen. Hummer Sandwich? Nicht schlecht. Ja, das ist einer der Sandwiches, wo ich auf jeden Fall wusste, dass Chess das mag. Das hat nämlich noch in Erinnerung. Ups. Ich will erst mit Jane reden. Boah, ich habe gegen Jane echt schon häufig duelliert. Ja, okay, die sagen echt nichts Neues. So, super unterhalten, ich weiß. Und einfach weil ich es kann, gebe ich dir noch das Sandwich. Hm? Ich kann dieses Sandwich haben? Hey, besten Dank auch und so. Ich hatte gerade Hunger. Ja. Ah, das ist gut, danke. Oh, das macht er sogar. Und, ja, okay, das reicht nicht mehr. Na, Folge. Na, ich kann aber noch kurz mit den zwei quatschen. Das geht auf jeden Fall. So. Reden wir mit ihm auch ganz kurz. So. Und mit Charmley auch noch ganz kurz. Und ich sollte vielleicht zwischen den Folgen mal wieder Geld farmen. Nur ich bin irgendwie gerade ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt, deswegen kommt das nicht so zustande. Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und schaut auch gerne bei uns zum Discord-Server vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal.